eine Moritat wohl sei. Eine Moritat ist eine Liedform mit zumeist tödlichem Ausgang. Tödlichem Inhalt. Und eine Moritat wird meist anhand von Bildtafeln dargestellt, die ich hier in der Hand halte. Und wie ihr hier an dem Spinnennetz erkennen könnt, ist es wahrlich eine wirklich gruselige Geschichte. Ich hoffe, dass es den Kindlein nicht zu gruselig wird. Kindlein, habt ihr schon mal Nachrichten gesehen? Ja? Gut, dann werdet ihr auch diese Moritat schaffen. Wenn es euch aber trotzdem zu gruselig wird, dann dreht euch einfach nach hinten um. Kann aber sein, dass das, was da sitzt, noch viel gruseliger ist. Nun ja, es handelt sich hierbei um die gar grauslige Moritat vom Pastor Heinz Postorius. Heinz. Ihr könnt übrigens eure Schweinsblasen wieder zusammenfalten. Der Regen hat aufgehört. Ja, ja. Nein, es regnet nicht. Ach so, ich wollte noch was sagen. Sonne. Ich wollte noch was sagen, was ganz Wichtiges. Also, es sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus, hier unten links auf der Tafel, von euch aus gesehen, unten links. Also, dieser Pastor, der hieß vorher eigentlich, in der Urfassung des Stückes, heißt er eigentlich Karl und nicht Heinz. Aber das passte gar nicht zum Stück. Und da haben wir auch ein bisschen für gebraucht, bis wir das gemerkt haben. Also, irgendwie klappte das mit der Pointe nicht. Und dann haben wir es gemerkt und dann haben wir einfach den Karl überklebt mit neumodisch Klebeband und haben mit Kinderblut Heinz drüber geschrieben. Ja. Und jetzt passt das auch wieder zum Stück. Da sind wir auch ganz glücklich drüber, dass das jetzt endlich klappt mit dem Stück. Ja, ja, vor allem ich bin total glücklich darüber. Ja, wir sind beide sehr glücklich darüber. Ich bin vor allem sehr glücklich, weil wir dieses Lied jetzt endlich für euch singen dürfen. Genau. Ich habe mir dieses Lied gewünscht übrigens, weil ich habe heute Geburtstag. Dankeschön. Ja, ich habe wieder Geburtstag. Also Ehrenreich, ich hatte letzte Woche auch schon Geburtstag. Nein, ich habe heute Geburtstag. Die gar grauslige Moritat vom Pastor Heinz Postorius. Ich hab's jetzt. Kannst du mir mal einen Tuch? Schluck runter! Der hat heute Geburtstag, der darf das. In Freiburg lebt und tat viel Buß der Pfarrer Heinz Postorius. Er, der zu Freiburg Pastor war, das Gute wollt er immer da. Da selbst wohnt auch ein Mägdelein, die wollte gern Frau Pastor sein. Verführt ihn eines Abends spart. Ein Knäblein war das Resultat. Die Schand ertrug der Pastor nicht und bracht bei einem Kerzenlicht das neugeborene Knäblein um. Entsetze dich, o Publikum. Los, entsetzen! Geht doch nicht! Es wird noch schlimmer! Die arme Mutter starb vor Gram. Noch ehe sie aus den Wochen kam. Und Kind und Mutter gingen weit.
den Weg zur ewigen Seligkeit. Zuerst haben wir ja die Tafel falsch rumgemalt, ne? Aber sind uns dann aufgefallen, haben wir sie dann richtig gemalt. Dem Tod durchs Rad entging Pastor und schifft sich ein nach Baltimore. Du wisst ja, wo das liegt, ne? Baltimore. Die neuen Bundesländer. Historisch gesehen. Und bußet dort im fernen Land die Schuld als Ketchup-Fabrikant. Ja, jetzt wisst ihr auch, wieso der nicht Karl heißen konnte, sondern Heinz heißen musste. Ja. Aber ihr wisst ja, es ist eine Moritat. Und was wäre eine Moritat ohne die? Oh. Und die Moral von der Geschichte: Verführe keinen Pastor nicht. Genau. Moment, Moment, sind wir nicht fertig. Kommt noch was. Und weißt du dir keinen besseren Rat? Nimm den, der dir gesungen hat. Ehrenreiche Gäste, hat euch das gefallen? Ja!